Hallo Tanja. Wer ist DJ Tali? Könntest du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, wer ist DJ Tali? DJ Tali ist eigentlich nur ein Junge, der das Glück sucht und das Glück in der Musik findet. Und ja, heute dank X-Rocks Magazine ein Jahr Geburtstag, dem Günther versprochen hat, dass er am Schluss noch ein bisschen für Tanzmusik sorgt. Das werden wir machen. DJ Tali beim X-Rocks Circus. Wie kommt das? Wie gibt es eine Verbindung Techno und Rock? Ja, die Techno-Verbindung, ja, die gibt es eigentlich gar nicht. Es ist so, dass der Günther und ich uns beruflich kennen, weil ich ja Texter und Redakteur bin. Und ich war vorher bei einem anderen Magazin und so haben wir uns kennengelernt. Und die Techno-Schiene ist ja die Geschichte, die ihm so taugt hat, die ich ihm erzählt habe, dass ich eben 96 begonnen habe aufzulegen, als ich auf der Love Parade das erste Mal mit Techno in Berührung gekommen bin. Und da waren wir dann auf so einer illegalen Free Party und das war sehr beeindruckend und seitdem geht's dahin. Illegale Free Party, machst du das noch immer? Na, das waren die 90er und dann sind wir ein bisschen ruhiger geworden. Also sind auch die Beats ein bisschen gemäßigter, also von 160 BPM, die es damals waren, also richtig schnell, ist es jetzt bei 128 gemütlich, Elektrohaus. DJ Tali, deine Stimme klingt so heiser. Ist das normal? Hast du immer so eine Stimme? Na, das kommt vom Grandmaster Flash, der war gestern in der Postgarage. Und das ist ja der Erfinder des Hip-Hop. Der Mann hat Scratchen erfunden, also er hat gezeigt, dass man mit Turntables nicht nur Platten abspielen kann, sondern sie auch ineinander mischen kann. Und er war gestern so, er hat, wie soll ich sagen, ja, der war zuerst nicht zufrieden mit dem Publikum. Der hat die erste Nummer gespielt und dann war so sofort wieder Stopp. Dann hat er das Mikrofon genommen, ist nach vorn gegangen und hat gesagt, hey Leute, there are three rules if you want a Grandmaster Flash Party. Rule one. When I say put your hands up in the air, put your fucking hands up in the air. Second, when I say make some fucking noise. And third, if you know the song, sing it. Ja, und so war es dann gestern. Ja, deswegen die Stimme ein bisschen verraucht halt. Also du kanntest sehr viele Songs. Wohl, er hat nur Hits gespielt, die eigentlich wirklich fast jeder kennt. Und dann auch so durchgemischt mit den neueren Sachen und Eminem-Sachen. Und ja, da war viel dabei. Du hast die drei Regeln verinnerlicht. Wie heizst du heute dein Publikum an? Naja, wir werden einfach versuchen, anständige Nummern zu bringen, gute Mixes zu machen und schauen, dass wir genug hören, weil wir haben heute eine besondere Situation, weil wir gegenüber von der Bühne stehen und quasi die Musik auf uns zukommt. Normalerweise stehst du ja mit der PA in einer Linie oder so und spielst dahinter und jetzt spielen wir davor. Das heißt, wir haben ein bisschen Verzögerung, bis wir hören, was kommt und dann schauen wir, dass wir das hinbringen. Ja, aber das wird lustig. Ja? Und du freust dich auf deinen Auftritt natürlich und worauf freust du dich heute Abend noch? Also ich freue mich ganz besonders, dass mich ein Freund unterstützt, DJ Nebu, den habe ich einfach mitgebracht, weil zu zweit ist es einfach besser und lustiger. Und vielen Dank und liebe Grüße an der Stelle, er ist eh hier. Und ja, wir werden rocken einfach, X-Rocks. Yeah, DJ Tali, danke fürs Interview, wir freuen uns. Danke Tanja, du siehst klasse aus übrigens. Vielen Dank.